zu Wort gemeldet ist die Frau Clubvorsitzende Beate Meinl-Reisinger. Bitte. Beate Meinl-Reisinger, NEOS Clubobfrau, ist die vorerst letzte Rednerin zu diesem Tagesordnungspunkt. Ich habe mich zu Wort gemeldet, um auf Ihre Ministerin Verzeihung, Oberstaatsanwältin, um zu replizieren auf das, was Sie gesagt haben. Ich möchte hier noch einmal zusammenfassen, was mein Kollege Nicolas Scherer gesagt hat, was wir sehr wohl als Problem sehen. Und ich möchte gleich noch einmal vorweg eines sagen, was ich heute schon mal gesagt habe. Verwechseln Sie nicht Kritik mit Skepsis. Es geht nicht darum, grundlegend in Frage zu stellen, dass man versucht hat, die Dynamik der Ausbreitung des Virus einzudämmen. Verwechseln Sie das bitte nicht. Seien Sie hier nicht so gerne im Polarisieren. Es geht darum, dass der Kabinettschef des Herrn Bundeskanzlers heute ein Mail ausgeschickt hat, in dem er in den Raum stellt, dass es möglicherweise bald auch Kontrollen im privaten Bereich gibt. Vorerst gibt es keine Kontrollen. Es gibt dazu weder eine Rechtsgrundlage, noch gibt es überhaupt die Möglichkeit, das zu tun auf Grundrechtsboden, auf Freiheitsrechtenboden. Aber er macht das. Vielleicht ist es nur wieder eine juristische Spitzfindigkeit, wie wir es finden, dass das eines Kabinettschefs, eines Bundeskanzlers simpel nicht würdig ist, das zu tun. Das passt in die Reihe, dass wir die Woche erfahren haben aus den internen Strategiepapieren, dass es ja durchaus eine Strategie war, der Bevölkerung Angst zu machen. Wir haben letzte Woche schon gesagt, wer nichts weiß, muss alles glauben. Sie sind nicht transparent und legen Berechnungsmodelle oder Modellrechnungen vor. Nein, Sie machen lieber Angst, dass die Bürger bestraft werden, dass die Polizei kommt, wenn man sich nicht an die Maßnahmen hält. Damit haben Sie aber ein Bild der Menschen und der Bürger in diesem Land als Untertanen, als Volk, das Sie klein halten und bewusst uninformiert halten und hier Ängste schüren. Anstatt von freie, selbstbewusste und selbstbestimmte Bürgerinnen und Bürger, die aufgrund von transparenter Information sich selbstverständlich auch an diese Regeln halten, weil es gut ist, sich daran zu halten. Transparenz und offene Kommunikation statt Angstpolitik, das wäre jetzt der Weg zum Vertrauen und auch raus aus dieser Krise. Jetzt haben Sie gesagt, das waren ja nur Empfehlungen und Ersuchungen. Und jetzt bin ich vollends verwirrt, weil die letzten Wochen sind Berichte eingetrudelt von Menschen, die auf der Straße von Polizisten angehalten wurden, gefragt wurden, was sie denn machen, wohin sie gehen, weil es gibt ja nur 3 oder 4 oder 5 oder 7 Gründe, das Haus zu verlassen. Ich bin verwirrt, weil wissen Sie, weiß die Polizei, dass es Ersuchen waren und Empfehlungen waren? Wissen das die Polizisten, die Strafen ausgegeben haben von 500 Euro, wenn man auf einer Parkbank gesessen ist? War ja nur ein Witz, war ja nur eine Empfehlung und ein Ersuchen der Bundesregierung. Aber wir nehmen es halt nicht so genau mit den Gesetzen und der Verfassung, das sind ja juristische Spitzfindigkeiten. Ich habe letzte Woche eine Zuschrift bekommen von einer Mutter, und glauben Sie mir, es gibt einige Zuschriften, die so etwas Ähnliches berichten, aber das war besonders plastisch. Die hat mir geschrieben, dass ihr Sohn, Einzelkind, weint, wenn sie oder ihr Mann das Haus verlassen, weil er Angst hat, dass die Eltern von der Polizei verhaftet werden. Und in der Nacht träumt er ständig jetzt von einer Kobra, mit der der Vater ringen muss. Ich glaube, man muss jetzt nicht Freud befragen, was das irgendwie bedeutet. Das ist das Resultat der Angstpolitik, die sie machen. Und das ist eines Rechtsstaats und mündiger, freier Bürger nicht würdig. Applaus.